Ah, Steve, hilf mir! Ich wurde angeschossen! Ah. Er hat mir mitten ins Herz geschossen, mein Ruf im Krankenwagen! Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen, Mann. Scheiß YouTuber. Jetzt bin ich tot, Mann! Das war kein Prank? Nein, ich bin tot. Oh. Wie verdiene ich denn jetzt Geld? Mann, mit Nutten. Ah, okay. YouTube existiert jetzt seit über 12 Jahren und ist bereits seit 4 Jahren unsere Hauptquelle, um unseren Koks- und Nuttenkonsum zu finanzieren. Entschuldigung, exzessiven Koks- und Nuttenkonsum zu finanzieren. Danke, ich wollte es gerade sagen. Ja, das ist wichtig zu erwähnen. YouTube ist mittlerweile ein etablierter Zweig der Medienwelt. Aber trotzdem tun die anderen Zweige immer noch so, als wäre YouTube eine dumme Randerscheinung. Dabei sind wir doch alle am gleichen Baum verankert, Wurzeln. Für sie sind wir YouTuber alle die gleichen selbstdarstellerischen Vollidioten, die sich die beste Mühe geben, die Jugend von heute zu versauen. Unsere Inspiration für dieses Video war der Weißartikel von Lea Albring zu den Videodays. 2017? Ja, ich habe auf dem Video jetzt versucht, die YouTube-Stars zu verstehen. Der Artikel spiegelt gut wider, wie viele Medienmenschen versuchen, sich selbst wichtig zu machen, indem sie die hippen, modernen Medien ins Lächerliche ziehen. Also ich guck mir die Videodays ja hier nur an. Ich habe ja sonst mit sowas überhaupt nichts zu tun. Ich guck ja nur Arte und Dokus, warum Waschmittel sexistisch ist. Hi, ich mag Minecraft! Ah, ein Kind, das Mainstream-Zeug mag! Ich hab ein Kind getötet. Das macht dich zu einem besseren Journalisten. Ja. Sie versucht, einen Scheiß zu verstehen. Sie sucht nur krampfhaft nach Punkten, um YouTuber lächerlich zu machen, dass sie dabei gar nicht merkt, dass sie sich selber lächerlich macht. Sie kritisiert, dass kleinere YouTuber da sind, um ihre Community zu treffen. Wow. Echt schlimm. YouTuber gehen auf ein Fan-Treffen, um Fans zu treffen. Das ist doch ein Fall für die YouTube Justice League. Mr. Trashpack, Mimi und Tanzverbot. Dann schreibt sie weiter über die Motive der YouTuber und verweist auf eine Studie aus NRW. Und das liest sich wieder so, als wäre das Hauptmotiv vieler kleiner Creator, Menschen unterhalten zu wollen, eine schlechte Motivation, um Videos zu machen. Denn das Motiv, ich möchte die politische Tagesordnung beeinflussen und Themen auf die politische Agenda setzen, ist auf der Motivskala ganz unten. Also schämt euch, ihr Let's Player, ihr Lifestyle-Experten und Comedy-Creator. Schämt euch, dass ihr Menschen unterhalten wollt und nicht mit politischen Themen langweilt. Wie wir zum Beispiel. Ja, genau. Mit diesem Space Kevin. Das war schön. Der gute Kevin. Nehmt euch doch mal ein Vorbild an den ganzen Wurstverkäufer da draußen, deren Hauptmotiv nach, Hauptsache Mindestlohn, natürlich ist, Menschen politisch zu informieren. Hättest gern politisches Statement zu deinem Pommes? Nee. Maggi, bitte. Mayo heißt es. Nee, ich bin geisteskrank und esse Maggi mit Pommes. Nee, Pommes mit Maggi. Oder Maggi mit Pommes? So zerreißt sie alles, was sie nur zerreißen kann und denkt am Ende, sie hätte es voll verstanden. Ich kapiere, die Community ist alles. Denn mit jedem Follower wächst das Ego und irgendwann auch der Geldbeutel. Denn uns YouTubern geht es ja nur um Selbstdarstellung. Und das ist der Moment, wo man sagen kann, Congratulations, you played yourself. Denn der Artikel ist nichts anderes als pure Selbstdarstellung. Ah, ich bin was Besseres, weil ich mich mit YouTube nicht auskenne. Aber Artikel schreiben wie 10 Fragen an einen Bordellbetreiber, die du dich niemals trauen würdest zu stellen. Vielleicht meint sie das ja ironisch. Nein, niemand macht 10 irgendwas ironisch. Stimmt. Niemand. Noch etwas ausführlicher. Etwas ausführlicher hat sich Mirella mit dem Artikel auseinandergesetzt, da sie auf dem Titel. Oh, oh nein, sie wurde fürs Titelbild. Obwohl sie gar nicht im Titel erwähnt wird. Total merkwürdig. Link in der Beschreibung. Allgemein verbessert sich die Berichterstattung über YouTuber allerdings. Ha, vergleichen wir das mal mit einem Artikel der Tagesschau über die Videodays. Der hatte zwar immer noch den Unterton. Guck mal, alter Mann, das sind YouTuber. Das ist die... Ich werde angerufen von Marty Fischer. Das ist die Zukunft, die dein altes, seniles Gehirn niemals verstehen wird. Aber trotzdem war er sachlich und informativ geschrieben. Und er gab einem das Gefühl, geliebt zu... als YouTuber... angenommen und respektiert zu werden. Ernst genommen. Ernst genommen zu werden. Ja, ist viel wert. Mhm. Ist alles, was wir wollen von unseren Eltern. Oft werden YouTuber ne... Oft werden YouTuber ne... Ja, nicht richtig. Oft werden YouTuber nicht ernst genommen, weil sie alles simpel von zu Hause aufnehmen. Ja, ich habe einen Satz gesagt. Da müssen sich die klassischen Medien ja selbst schützen. Schließlich erreicht da irgendein Idiot mehr Leute als sie. Und das mit weniger Aufwand. Deswegen muss dir nochmal klar gemacht werden, wenn du keine öffentlichen Gelder kriegst, bist du nicht kulturell wertvoll. Und wenn du nicht im Fernsehen zu sehen bist, bist du auch nicht berühmt. Und dieser Gedanke ist in den Menschen wirklich ganz tief drinne. Danke. Als wir damals zu TV Total eingeladen wurden, haben uns ganz viele alte Freunde angeschrieben. Boah, Alter, ich habe euch bei TV Total gesehen. Eure beschissenen, unlustigen Scheißvideos haben euch ja doch was gebracht. Deshalb alte Freunde. Dabei lief
Titten total. Dabei lief TV und ich kann nicht mehr sprechen. Vielleicht nass, ne? Wir haben zu lange nicht mehr gedreht. Dabei lief TV total 100 Jahre lang. Täglich mit einem anderen Gast. Die hatten bestimmt schon jeden Straßenmusiker Deutschlands zu Gast. Das ist nicht so abwegig, auch mal YouTuber einzuladen. Oder wie sie heißen. Obwohl es schon eine lustige Erfahrung war, mal in so einer Sendung zu sein, die man als Kind gesehen hat. Ja, TV total ist eine Kinderserie. Die Info, dass YouTube-Stars existieren, ist mittlerweile bei den meisten angekommen. Aber dass man sie nicht nur bekämpfen, sondern auch mit ihnen Geld verdienen kann, haben zumindest alle möglichen Klatsch- und Tratsch-Magazine herausgefunden. Weil wenn nicht gerade irgendeine dänische Prinzessin heiratet und es einfach nichts zu berichten gibt, schaut man sich einfach die neuesten Instagram-Bilder von Bibi und Dagi an und denkt sich irgendeine Schwangerschaftsgeschichte aus, weil der Bauch so vielleicht einen Millimeter dicker ist als auf dem anderen Bild. True Story. Also eigentlich sind die doch alle nur neidisch auf uns YouTuber. Denn wir haben etwas, was in der klassischen Medienwelt nicht wirklich üblich ist. Die totale Freiheit. Wir haben halt niemanden über uns, der uns bezahlt und somit auch Entscheidungsgewalt hat. Und das hat einen sehr positiven Nebeneffekt für unsere Videos. Denn ein Video wird nicht gut, nur weil du 5 Jahre studiert hast, 7 Redakteure dran schreiben oder weil du die krasseste Kameracrew bezahlen kannst. Nein, das Einzige, was zählt, damit ein Video wirklich gut wird, sind Titten auf dem Thumbnail. Meinst du nicht sowas wie Authentizität? Nein, Titten auf dem Thumbnail! Okay, die können auch authentisch sein. Und was die Leute nach wie vor am meisten interessiert, wenn es um YouTuber geht. Wie viel verdienten ihr so? Und das ist so merkwürdig. Niemand interessiert es, was Dania Minati pro TAF-Folge bekommt. Oder Jan Böhmermann für Neo Magazin Royal, was ja sogar öffentliche Gelder sind. Den bezahlen wir mit. Also alle, die GEZ bezahlen. Also wir nicht. Doch. Nein, GZ nicht. Nein, wir bezahlen seit Jahrhunderten unsere Gebühren. Aber bei uns ist das Einzige, was die Interviewer fragen. Warum drehst du dich im Kreis? Nee, das nicht. Ihr verdient also Geld mit YouTube, ja? Wie viel ist denn das so, ja? Könnt ihr davon leben? Schwimmt ihr schon in Champagner oder könnt ihr euch Koks und Nutten leisten? Wie viel? Ich will zahlen! Hier, reg dich ab. Da fehlt eine 5. Aber wahrscheinlich ist es so interessant, weil jeder über YouTube Geld verdienen könnte. Er braucht nur Titten auf dem Thumbnail. Genau, so einfach ist das, Kinder. Genau. Aber ich würde mir wünschen, dass die Medien aufhören würden, uns YouTuber über einen Kamm zu scheren. Zum Beispiel habe ich auf Vice eine tolle Doku über den somalischen Warlord General Butt Naked gesehen. Das wäre doch jetzt eine Schande, wenn ich die Seite auf arrogante, schlecht recherchierte Hipster-Artikel reduzieren würde. Ne, Lea? Ne? Ne? In der Infobeschreibung findet ihr natürlich die Artikel und auch das Video von Mirella zu den Artikeln. Und ansonsten ist hier vielleicht noch was anderes eingeblendet. Ja, da Videos. Zum Angucken vielleicht, ich weiß nicht. So, ich habe jetzt Hunger. Ja, was gibt's denn heute? Schinken! Nein, gibt's nicht. Oh. Ist doch besser für die Umwelt.